Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Händlerrezept für Path of Exile. Wie beim letzten Mal angekündigt, werde ich euch dieses Mal zeigen, wie man ein Onyx-Amulett bekommt. Auch eine normale Variante, also ein weißes Item. Kann man natürlich aber mit einem netten Orb-Experiment auch mal in ein Rare-Item verwandeln, wenn einen das interessiert oder wenn man es denn eben braucht. Ich finde, man findet die relativ häufig, also das eine oder andere fällt ja doch irgendwie ab, aber vielleicht, falls man das jetzt ganz plötzlich mal braucht, ist das vielleicht ein gar nicht so uninteressantes Händlerrezept. Das macht ihr im Prinzip, macht ihr es wie folgt, also ihr braucht vier nicht mehr ganz so dringlich gebrauchte Items, und zwar sind das dreimal Gems, einmal blau, einmal grün, einmal rot und ein beliebiges Amulett. So, und dann bekommt ihr hier ein Onyx-Amulett. Das Ganze kann man so ein bisschen, da kann man so ein bisschen rumprobieren. Wenn man die einzelnen Zutaten hier verändert, verändert sich auch oben das Amulett. Also wenn ich den jetzt hier wieder rausnehme und wieder rein tue, bekomme ich in der Regel das gleiche Amulett. Wenn ich den jetzt aber hier mal reinschmeiße, mal gucken, dann habe ich hier zum Beispiel nur noch plus 11. So, dann nehmen wir doch mal den hier, da hatten wir immerhin schon plus 12. Ich schmeiße jetzt den mal raus. Das ist ein Support-Gem, geht aber auch. Dann habe ich jetzt plötzlich schon plus 14. Und so kann man so ein bisschen sich hocharbeiten, bis man am Ende irgendwie das hat, was man dann auch haben möchte. Mal gucken, können wir das noch ein bisschen toppen? Nein, plus 14 ist jetzt, so wie es ausschaut, das Beste, was ich hier zumindest mit den Sachen, die ich hier habe, bekommen kann. Also wenn ihr da so ein bisschen mischt, dann kann das durchaus sein, dass ihr euer Onyx-Amulett noch ein bisschen nach oben treiben könnt. Da jetzt vielleicht einen passenden Orb noch drauf. Und schon hat man ein ziemlich interessantes Amulett, wenn man es denn braucht. Ja, ich hoffe, dass ich euch hier helfen konnte. Wir sind jetzt auch erstmal durch mit den Amuletten. Mal gucken, was ich euch beim nächsten Mal präsentiere. Weiß ich noch gar nicht, habe ich noch so gar keinen Plan. Ich lasst euch einfach mal überraschen. Wird vielleicht mal ein bisschen was Interessanteres, so das mit den Amulettenringen oder so. Da sind immer so ein paar Sachen, die man doch relativ häufig findet. Und da ist immer die Frage, ob sich das Ganze sammeln und horten in der Stash dann irgendwie lohnt. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, die ist immer ziemlich schnell voll. Ja, wenn es euch oder wenn ihr es trotzdem gut gefunden habt, lasst mir gerne ein Däumchen da. Das inspiriert mich natürlich immer für weitere Händlerrezepte. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Händlerrezept.